Und von mir aus können die noch mal ein, zwei, drei Sätze dranhängen, die wenn ihr einer vier hat. 14 da Sätze hier spielen. So, Bullseye. Oh! Wo kommt der auf einmal her? Johnny Clayton liefert hier. Ich bei 121, er würde auch mal spielen. Ja, der spielt über die 20. Triple 17. Passt. Revanchiert sich direkt. Wow, was eine Revanche hier von Michael Smith. Das Rebreak ebenfalls mit dem High Finish. Und schau dir die beiden an, die lachen sich an. Ja, ja. Aber wieder muss die 105 eigentlich raus jetzt bei Johnny Clayton. Pops. Pops, nächstes High Finish. Das dritte hier im dritten Leg. Dieses sensationellen sechsten Satzes. Und man sieht auch, wie viel Spaß beide hier an diesem Spiel selbst haben. 112 über die 20. Ja, 12 für Tops. Das Break von Michael Smith. Mit einem High Finish. Und was für eine Wendung. 5 Darts auf Doppel vergeben von Clayton zum Break. Johnny Clayton muss fast das Shanghai Finish löschen. Der muss es wegmachen, ja. Tops. Achtung. Tops, er nimmt's noch mal raus. Das Rebreak ebenfalls mit einem High Finish. Was macht denn dieses Spiel hier? Mit allen, mit denen auf der Bühne, mit allen, die das anschauen. Es ist der helle Wahnsinn und der hört nicht auf hier. Das macht Clayton jetzt. Der braucht jetzt eine 18. Der hat sich verrechnet. Der hat sich verrechnet, Basti. Steht auf einer Bogeyzahl. Ja. 6 Darts für die 160 für Michael Smith. Der wird wissen, ein Triple. Und ich bin ganz, ganz nah dran. So, er kann nur stehen, Johnny Clayton. In diesem Leg ausgerechnet so ein Rechenfehler. Ja. So, und kommt er jetzt zum Match. Mr. Rister, Michael Smith, hat alles in der Hand. Triple 16 für Doppelzest. 2 Matchstarts. Der passt für Michael Smith. Der gewinnt hier dieses 7-Satz-Match gegen Johnny Clayton und verdient sich den Spot im Viertelfinale gegen die Nummer 1 der Welt. Hut ab! Man kann wirklich nur aufstehen und applaudieren oder man kann sich vor diesen 2 Sportlern hier verneigen für einen grandiosen Dartsabend. Man kann sich nur bedanken, wirklich. Danke, ja. Johnny Clayton. Danke, Michael Smith.